A warm welcome also from my side. We will try to make this microphone work good and maybe even better the more we continue. This is an experiment on very many levels because we are going to have a very open-ended discussion, Ergebnis offen, and I should perhaps explain why this is happening at all, because PrEP is a 3-year-long exchange program, German-American, and the week in October had been reserved for PrEP, but then the meeting of the German-Polish art historians was also offered to use our reading room or a lecture hall, so we had to get out of the building, but I said, that's fine, we're going to return, and I did what you call escape to the front, Flucht nach vorne. So I tried, okay, those fields of academic inquiry are not that, let's say, distant from each other. We should combine them, and we could try to have a very, let's say, open discussion about what is similar and also what is different. And that is the reason why we're having this discussion at all, in this meaning, to have the two groups mingle, and they are mingling already in the audience perfectly well. So this is working, and they are also, in a sense, mingling on the podium. That was the idea right from the beginning. And so I would like to start by introducing the panelists to you. My name is Christian Fuhrmeister. I work here at the Zentralinstitut. To my left, this is not for the German-Polish. They don't need an explanation who is Christa Kotres, but this is for the American colleagues. She is an art historian at the Estonian Academy of Arts in Tallinn. Her research fields are history and theory of art and architecture of the Baltic region in the early modern period, and history and theory of art history writing. Many publications, I'm not going to mention them right now, and I'm very happy that you are here. Next is Ojas Sparitis, professor at the Latvian Academy of Arts. His various fields of research include the theory and history of Latvian architecture and art in connection with the culture of neighboring countries, but also not really neighboring countries like Japan, where you've just been. So this is a sort of global perspective also, and the theory and practice of preservation and restoration of monuments and architecture, iconology and emblematics, Baltic Germans. So Niels von Holst is the primary problematic figure in this area, also for if we talk about Nazi looting, and the Latvian culture as mediators between the Baltic states and Western Europe. Thank you very much for being here. The next on our panel is Jane Milosch, who is, if I may say so, the founder of the German-American Provenance Exchange Program. She is director of the Provenance Research Exchange Program at the Smithsonian Institution in Washington, D.C. She also speaks German. So wir werden demnächst auch Teile der Diskussion in Deutsch führen. So, wir haben einfach zwei Arbeitssprachen und springen immer so ein bisschen hin und her. Ich bin jetzt gerade beim Englischen, da bleibe ich jetzt mal bei. So, she has initiated this program. She's the Senior Program Officer for Art and has also been a curator. She is a Grant Wood Scholar. She worked at the Renwick Gallery, which is a museum of decorative arts. And she has a Munich part in her biography, but we're not going into details right now. So, and the fourth person on the panel, I'm very happy to meet again after I think we first met in, what was it, 2004, I guess, in the framework of REHA, which is Research Institute's History of Art, and you were a long time vice chair and treasurer, and I was allowed to help you with being the, what was it called, assistant secretary or something. So I tried to serve the purposes of Reha there. She works at the History of Art Department at the University of Gdansk.
and at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, which is, so to speak, the sister institute of the Zentralinstitut in Warsaw. She was a Minister of Culture and National Heritage of Poland in 2014 and 2015, and she is by training an architectural historian, I should add, and she specializes in art and architecture of the 1920s and 21st centuries. Welcome back, Małgorzata. So, when I say experiment, I really mean it. That means the idea is to spend maybe another 45 minutes on the podium of exploring some questions that are, let's say, relevant for both the German-Polish and the German-American group, and perhaps even for, art history as a discipline and provenance research as a sort of emerging discipline also. So, and after this, maybe around 5 o'clock, more or less, I would like to open the discussion to the audience and to have you tie in, engage, voice your concerns, point out your opinion, be part of this. That is what I mean by doing an experiment. I never did anything like this before myself. I'm a little bit excited, but not too much, because the idea is, can we, as a group, on the panel and in the audience, learn something that we do not already know because of the interchange we're going to have? That's the idea behind it. And maybe we will succeed, maybe not. It's an experiment. And let's simply just start on a broad level, which is cultural heritage protection and cultural heritage destruction. Do we always think those two together or not? And I'm just wondering, because we all have a training in either art or architectural history, and that means we are following disciplines that have more or less been founded in the 19th century, when the task of those very academic disciplines was to contribute to national cultural heritage, to defining that, and by that work or outlining cultural identity, national identity. This immediately brings us into problems if we have a conference that is called contact zones, neutral, objective term, but or provenance research, transnational or German-American, how does this work if we have in the DNA structure of our disciplines something that is geared towards the nation and not to transnational efforts? So my first round of questions, and maybe you could start, do you think this national tradition as being part of art history is something we are reflecting in an adequate and proper way, or is there, let's say, more that could or should be done? Very open. Yes, so should I switch to German or what? Whatever you feel like. Gerne Deutsch. Ja, ich versuche es natürlich. Deutsch ist nicht unsere Muttersprache, so hoffentlich verzeihen Sie, wenn wir große Fehler, grammatische Fehler, ich meine, machen. Hoffentlich nicht sinnliche. Also, die Frage war, ob wir mehr tun können für Kunstgeschichte im Sinne, dass es nicht mehr oder nicht vom Standpunkt der nationalen Diskurses geschrieben wird. Natürlich, man kann immer mehr machen, aber dann muss man natürlich fragen, diese Traditionen, worüber Sie auch gesprochen haben schon, es ist eine lange Geschichte,
die beiden Zusammenleben von diesen beiden Diskursen, also kunsthistorische, akademische Disziplinentwicklung und nationale Diskurs, besonders in den jüngeren Nationen des 20. Jahrhunderts, so zum Beispiel wie Estland oder Lettland oder alle die baltischen Republiken. Also damit will ich nicht sagen, dass und es ist vom nationalen Standpunkt sehr lange geschrieben geworden, natürlich, die aller Kunstgeschichten auch in unserer Gegend. Aber was wir tun können, der Term ist kritische kritische Historiographie. So the critical historiography, which is was ist ein Begriff heutzutage schon. Also wir müssen die Texte oder diese Bedeutungen natürlich die inhalten diese Bedeutungen, was wir der Kunst oder der Architektur attribuieren. Wir müssen diese wieder lesen und von unserem heutigen Standpunkt, weil ich denke, dass eigentlich unser heutiger Standpunkt, von disziplinärer Standpunkt, ist eigentlich nicht national. Also es scheint mir so. In dem Sinne muss man diese Texte kritisch wiederlesen, dekonstruieren sozusagen und erklären natürlich, warum sie einmal so geschrieben wurden, damit diese Mechanismen sichtbar zu machen. Herr Spiridis, sehen Sie das ähnlich? Would you agree? So, lieber Kollege, wenn Sie sagten, dass unser Gespräch heute ein Experiment ist, dann ich möchte gerne sagen so, dass wenn wir im Chemie wissen nicht, wo und wie das Experiment zu Ende kommt, dann immer so, unser Leben ist auch ein Experiment und wir wissen so, mit wem auch Leben endet. Und das ist auch so schon ohne Zweifel. Aber wenn wir zum Kunstgeschichte kommen, dann ich zu sagen habe, etwas anders wahrscheinlich als die Vertreter von großen Ländern und großen Völkern zu sagen haben, weil wir kommen aus kleineren Ländern, die bis zum bestimmten Zeitepoche, bis zum 10., 11., 12. Jahrhundert, hatten so unsere, kann man sagen, ethnologische, vernakulare, rustikale Kultur. Und dessen Fortsetzung können wir auch so wie einen Faden hervorziehen und nun beobachten auch bis zu heute. Wenn wir schauen, so welchen Rückblick und welchen Widerspiegelung auf unserem Kunstgebiet hinterlassen haben andere Kulturen, die auf unserem Gebiet überlappen oder beeinflusst haben, zumindest hauptsächlich deutsche Kultur, schwedische Kultur, polnische Kultur, russische Kultur, dann schauen wir so auf diesen Kulturüberlappungen als einen synkretisierenden oder zusammenschweißenden Element. Und da kann man zu verschiedenen Methoden kommen oder nur das ethnologische, nationale Element partout betrachten und untersuchen. Oder schauen wir mal so, wie unsere finnische Kollegen sagen heute, wenn die betrachten auch moderne Geschichte, sagen, alles, was geschah auf dem finnischen Boden, ist finnische Geschichte. Deshalb auch muss ich sagen, dass alles, was geschah auf lettischem Boden, ist lettische Geschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte. Und auch in diesem Synkretismus können wir so unifizierende Momente identifizieren, aber auch können wir so gesonderte Momente definitiv feststellen, wenn wir zum Ursprung oder zum Wurzeln kommen können. Jen, Deutsch oder Englisch? Ich mag mal auf Englisch, glaube ich. Okay. Ich meine, ich kann auch fragen auf Deutsch, aber was ist, soll ich versuchen auf Deutsch? Ja. Okay. Wie du meine Gedanken sind jetzt im Englisch, so vielleicht fange ich an im Englisch und dann kann ich dann umgekehrt wieder in Deutsch. I think
this is a good opportunity to consider this question of transnational research, because we have had the German-American exchange, and I was mentioning it's not really just a German-American exchange, because we have people from Poland who are trained in Poland who now work in the United States. We have curators originally trained in France, Canada. We've had people in Austria who are in Germany. So what is transnational? Because now there's a generation of art historians who travel back and forth all the time. Ironically, I think there's more transnational exchange going on at the contemporary artist level right now through this whole influx of international biennale, contemporary art international biennale. And it's sort of increased this idea that you're going to see the same art everywhere you go, whether you go to Mexico for a biennale, or China for a biennale, or Latvia for a biennale. And of course, financial aspects play a role into that too. So what gets shown are those countries and collectors who have the money to show the art. And that really starts a distortion about what is good and what is value. And as art historians, or as museum curators, which is more where I see myself, our goal is to sort through the past and look at what's being made today and make sense of it. And we've been focused heavily on provenance research. And I became interested in this discipline because I saw that museums were moving away from doing that kind of work. And so today, curators are forced to put together shows very quickly. It depends on the size of the institution, your resources. But if we don't go deep enough, we lose the roots of where things came from and the individuality, and we risk fragmenting things. So I think, to answer your question, do we need a new DNA of the discipline? Yes, I think we need to figure out how to be equipped to do it. I think most museums still function at a 19th century level. In the United States, the Smithsonian only started in the 1860s, and one of your overall questions was cultural heritage protection and cultural heritage destruction. Well, the Smithsonian really grew quickly after the Civil War. There was a begin to start it, and then to create our national identity, that became an impetus to decide what we would show. I think that's a very interesting aspect of your question is how far we need transnational perspective. And I think the answer depends on where you live and where you work and on which subject you work. I think for German colleagues or French colleagues, maybe it is quite a different problem. But for us in Middle East Europe, transnational perspective is the only one which allow us really to see the context and what happened in our countries. Of course, we used national key to solve our political problems at the end of the 19th century when we tried to concretize, to make vivid the idea of national art. We did accept this key after the Second World War when we tried to stress Polish art, Polish heritage against German culture just after occupation. But as a matter of fact, historian of art, when they go deep, as you said, in the science and resources, they found in Middle East Europe all possible variety of influences, presence of different artists in our countries. And we cannot use national key to solve historical problems. But of course, as I said, national key is very useful in certain political situations, circumstances. And the question is how far we can be free for such perspective nowadays in second decade of the 21st century. Because as far as we work on our own and our projects with our colleagues, we are really very far from politics. But when we start to make projects which are involved in the great exhibition projects, which are supported by the Ministry of Culture or different institutions, state institutions,
This is not so easy to say no. I will not use the national perspective if my money for exhibition depends on it. So I'm really afraid if we will be able in the next decades use this easy and useful transnational key as a way to solve our problems. Yeah. So now I also have to proceed in English because it's otherwise it's going too far for me. So I agree absolutely, and also about this method of art history, which has been so in German vergleichende Kunstgeschichte. So it is very old, of course. And how do you write art history if you don't compare? So what is to make your argument? But what I would add to this transnational concept, I think there is another concept that is used by that historians are using. This is the polyperspective art history. Let's say history or art history. And I think, yes, I agree that you sometimes need to stress this, you know, national or perspective, which is always there, of course. But I think that today, or in the contemporary world, it is also useful always to have the other aspects described or involved into your narrative, because then I think it becomes more relevant, and it becomes this entanglement of different histories and art histories becomes visible, and then you also can kind of be ethical in academic sense. I'll continue in German. Ich finde das sehr schön. Ja, wir wollen das ja hier auch gemeinsam alles probieren und zusammenkriegen. Sie haben gesprochen von der kritischen Dekonstruktion der Narrative, Mythen und Legenden. Und du hast sozusagen das Pragmatische einer sozusagen reflektierten Verwendung nationaler Paradigmen, um bestimmte Ziele zu erreichen, aber wissend hier und dort fürs Nationale muss man etwas... Das ist eigentlich die Reibung, die ich meine. Sind wir uns dessen immer und überall bewusst genug als professionelle Kunsthistoriker? Und gilt es auch dann noch, wenn wir mit Kulturerbeverwaltung und Fragen von Eigentum und Besitz zu tun haben? Das eine ist ja die akademische, sozusagen frei flottierende Betrachtungsweise. Das andere ist ja Besitz, wem gehört es? Und da gibt es ein anderes Element. Wir haben das heute Morgen, wir waren im Stadtmuseum in der Ausstellung Ehemals jüdischer Besitz. Da haben wir über die Frage der Sprache gesprochen. Wie wichtig ist Sprache und inwiefern kann man eigentlich bestimmte Dinge auch nicht übersetzen? Ich sage nur einen Begriff, Sicherstellung. Ja? Hochproblematisch auf Safeguarding. Und inwiefern ist die Sprache der Kunstgeschichte in dem je nationalen Denken in enthalten und wie können wir dann sozusagen Kontaktzonen, Netzwerke erforschen in dieser Sprache oder in jener? Ist das komplett problemlos möglich? Geht alles immer schön auf? Oder haben wir sozusagen Widerstände in uns und in unseren Arbeitsinstrumenten enthalten, die dem entgegenstehen? Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich finde die Frage interessant, danach zu schauen. Would you like to continue, or is that a track you would like to follow or not? Well, I will try to follow. And I would like to say that art history, from one side, is a part of social history and one essential part of it. And as a social history, it belongs to the epoch which it represents. And today, writing art history, we cannot write it like 100 years ago. And 100 years ago, art history written in a form like we do understand art history today was impossible. This year, 2018, our Baltic countries as well as Lithuanians are celebrated
celebrating 100th anniversary since state's foundation. And I may say that during those 100 years, we may observe already about 10 different art histories being written in a century, and of course each of those art history volumes is representing some complex or universe or cosmos of views and outlooks. And if I do compare the very first after 1918, the first art history has been published in Latvian, 1920, imagine that what is needed for a quite young country, which is founded as a national state. So this art history insists of very many statements who embodies the spirit of nationalism and the national proud of being Latvian, and is a tendency to observe that in every example what we do try to interpret, we are looking for the national character, national form, national ornament, national every criteria what we make bound to the national. And it is very much connected back to ethnology, to the vernacular culture. And then if we look further, in 1930s, when was also published in Latvia, the first academical art history in three volumes, where there were also given an overview on all the global development of processes in art and culture, this was interpreted in a spirit that each country has its own development, and there were missing links between countries. And as my, and probably also similarly like to all our art historians of my age from Baltic countries, after the end of Soviet era, we of course opened borders to the West, and we opened to our studies to Western universities, archives and so on. We got experienced also with other methods of interpretation, and of course we got influences of culture transfer, of exchange of cultures, and we tried and then fixed on identification of cultural parallels in neighboring countries, and we could jump over our neighboring countries even further, seeking for the archetypes being so productive that they inspired also our cultures. And so looking together how the time and climate and culture and religion and politics and many other elements summing up together all features created our local region identity, then we see that in this regional local identity there are so many influences that this is really a whole universe reflected in our small cosmos. Do you want to comment on this? No. Okay. But I wanted to answer your question. You asked about practical. Diesmal, ich werde Deutsch sprechen, weil ich glaube, dieser Wortschatz ist mir wenn ich schon less akademisch, mehr pragmatisch. Mikro, so reinsprechen. Ja. Oh, you didn't. Und jetzt? Besser, okay, danke. Also, weil ich schon angefangen habe als derjenige, der mehr pragmatisch und weniger akademisch spricht. Und du hast Christian gefragt um Heritage und unser Verhältnis zu Heritage. Dann habe ich wahrscheinlich ein paar Gedanken, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Die betreffen diese Problematik, was wir in Polen ziemlich deutlich spüren, weil Westhälfte von Polen, grob gesehen, das ist ehemalige deutsche Gebiete, Teil Polens ist jetzt in Weißrussland, Ukraine und Litauen. Also unser Heritage ist ein Problem von beiden Seiten. Und
Natürlich, das ist ein breites Thema und wir sind nicht in der Lage, alle Aspekte dieser fremde Heritage, nicht enteignete Heritage, gemeinsame Kulturerbe jetzt besprechen. Aber ein Prozess muss man erkennen. Wenn wir richtig bestimmte materielle natürlich Elemente von dieser Kultur retten wollen oder unterstützen wollen, müssen wir uns wieder mit bestimmter Geldausgabe rechnen. Geld ist etwas, was in den Händen von Menschen ist, abgesehen von politischem System. Das ist in Demokratie in Europa, Leute bezahlen Steuern und im Endeffekt, derjenige, der diese Steuern dann weiter ausgibt, regelt, muss immer in Kenntnis haben, was denken die Leute, die diese Steuer bezahlt haben. Wenn also diese Heritage, diese Kulturerbe, die als eigene betrachten, werden auch bereit, das Geld dafür widmen. Wenn die als Fremde das beschreiben, werden auch ungern auf solche Ausgaben gucken. Also was meine Erfahrung in Ukraine zum Beispiel oder Weißrussland zeigte, wenn wir als Pole einverstanden werden damit, dass die Ukrainer sich mit dieser Erbe identifizieren mehr als wir, damit entsteht auch die Chance, dass ukrainische Regierung mehr Geld für bestimmte Monumente ausgibt, was natürlich einziger Weg ist, etwas zu retten. Also, wenn wir hart auf nationale Positionen stehen, sagen, das ist noch unser polnischer Erbe, der dann jetzt in Ukraine steht, dann ziemlich garantiert wird das verloren gehen, weil solange, wenn die örtliche Gesellschaft sich nicht damit identifiziert, mindestens teilweise, will auch nicht sich in jede Protektion engagieren. Also vielen, vielen Dank. Ich würde das überspitzt so sagen, es geht um die Staatsangehörigkeit von Kunstwerken oder von Bauwerken. Und damit, also inwiefern ist dann eine nationale Zuständigkeit gegeben oder nicht gegeben? Und was bedeutet das für transnationale Projekte? Ich finde das ausgesprochen wichtig, weil es natürlich auch die Forschungsförderung und Forschungsfinanzierung betrifft, ganz unmittelbar. Und an welche sozusagen supranationalen Entitäten wenden wir uns denn, wenn wir etwas Grenzüberschreitendes haben und das Nationale als Förderer ausfällt? Und Europäische Union, okay, da gibt es das eine oder andere, aber das ist ja auch nicht alles. Also ich finde das völlig richtig und wichtig, darauf hinzuweisen. Ja, aber es ist ja natürlich, wenn wir über die praktische Kunstgeschichte sprechen, dann Kunstgeschichte ist in dem Sinne praktisch, dass es gibt die Bewertungen für diese Objekte, die wir haben. Also wenn sie traditionell als polnisch-estnisch traktiert geworden sind, dann werden sie auch so wahrgenommen, ja, historisch, ich glaube. Also es kommt natürlich, es gibt eine andere Ebene, diese wirklich eine Massebene, die Leute selbst denken und in der Umgebung, wo sie wohnen. Aber auch vieles wird von kunsthistorischen also Untersuchungen gegeben, sozusagen konstruiert. Und in dem Sinne sind wir natürlich auch verantwortlich, was polnisch oder estnisch oder was interpretiert wird. Also, ja. Genau. Aber ich finde das gut, wenn wir sozusagen von den abstrakten Kriterien zur Kategorie Objekt kommen. Weil an dem Objekt, und das ist das, was uns ja alle verbindet als Orientierungspunkt unseres Willens, Wollens, Könnens, also dafür sind wir da, im Unterschied zu Literaturwissenschaft und so weiter. Also wenn wir das Objekt und seine Eigenschaften anschauen und dann die Frage der Nationalität dazu nehmen, da würde ich eigentlich... Aber ja, aber natürlich, es sind materielle Objekte, es sind Eigentum, also Erbe, Eigentum.
Ja, es sind als Eigentum wahrgenommen, ich glaube auch so. Aber wenn wir dann weitergehen, wenn wir diese Biografie der Objekte oder auch der Kunstwerke dann betrachten, also bekommen wir viel Information, also wo sie geboren sind, was ist der Lebenslauf. Und dieser Lebenslauf muss nicht unbedingt immer mit diesem nationalen Gedanken oder auch Ursprung verbunden gewesen sein. Ist richtig. Ich würde gerne das ein bisschen zuspitzen mit einer etwas gewagten These. Die These lautet, Kunst in der Obhut oder im Besitz von Individuen und Privaten wird über kurz oder lang enden in der Obhut von Institutionen und damit von Staaten. Also wenn man jetzt sagt, die Institutionen der Kunstgeschichte, die Museen, wären die Institutionen, wo viele Objekte versammelt sind. Und diese Tendenz, etwas, was früher vielleicht Privatbesitz war, heute Museumsbesitz ist, inwiefern wird sozusagen diese History of Collecting, ist etabliert, alle wissen das, kennen das, aber History of Dispossessions, inwiefern ist Teil das ebenso Teil des Faches, das mit zu reflektieren und diesen Prozess der Verlagerung von privat in staatlichen Besitz, in städtischen, kommunalen, wie auch immer, spielt das eine Rolle oder nicht? Ist das, kann man das als Generaltendenz behaupten? Ich lasse jetzt mal den Handel bewusst außen vor, der da vielleicht auch noch was sagen möchte. Aber wenn wir den mal auslassen, einfach nur sagen, Kunst in Privatbesitz endet irgendwie in staatlichem Besitz, dann wie verhält sich das mit unseren nationalen Prägungen der Nationalkunstgeschichten? Verhält es sich? I have to say in English, you're bringing very many complicated things together at once. On purpose. I know. So, ich mache weiter auf Englisch, das ist einfach viel und da sind auch welche, die vielleicht nicht so gut Deutsch können. It's harder for me in German. I just want to go back to what you said about the missing links and what I see as being important to really move transnational scholarship together is not only bringing the people together but looking at the objects and the documents together in a context. So we're here with PREP, this Provenance Research Exchange Program, and it goes back to money, as you said, because I could see in the United States provenance research, World War II era provenance research is not my expertise. I'm a curator, 20th century art, contemporary art. But I saw expertise going on in the US that couldn't take advantage of the knowledge and the context of here in Germany. And so the idea was to put the two pieces of the puzzle post-war, because during the war things were fragmented and the United States had such a huge immigration of intellectual talent that came to taught at our universities, became museum curators. And now there's another couple generations later who've never come back and spent substantive time in Europe. They don't know the languages, they may not know the places, or just not had the opportunity, because in the United States, even within art history departments, our College Art Association is our professional association for art historians. 10 years ago, there were more dissertations being written about art post-1945, which in my period of time wouldn't and still isn't considered art history. So there's a whole generational shift where there's the theory and the interpretation of what's good versus what I think the best a museum can do is trace the origin of the object from the time of creation, tracing it through its various ownerships and lives to the present. And how we need to do that, I think, is both through real and virtual visits. So there's a generation of young people who go on the internet. Quickly, you can jump countries, but that's not the same thing as visiting the smaller countries, which often do get overlooked. In Washington, we're very fortunate because the embassies are very present, but I'm sure in the Midwest, it's not always the case. Ja, wahrscheinlich. Ich werde versuchen, ganz kurz zu definieren, Antworten auf Ihren Fragen. Und wenn Sie von Privatbesitz oder Privateigentum und staatlichem Eigentum sprechen, dann Sie selber können so der Münchner Auktionskataloge verfolgen. Und Sie sehen da das dortige Kunstschätze, die aus dem Privatbesitz zum Verkauf angeboten wird. Die vertreten
dieselbe Ebene, die wird bewahrt und ausgestellt in staatlichen Galerien und staatlichen Museen. Deshalb auch so, da gibt es keinen Unterschied. Alles gehört zum gleichen Stil und Kunstepochen und kann gleich so betrachtet werden und ist so für, ja, für Herrgott ganz egal, wem gehört, dem staatlichen Galerie oder einem Privatsammler. Eine andere Sache, wenn wir denken von heutigen oder egal welchen Tourismus oder Nutzung, Funktion von Kunst und Angebot, wenn wir schauen so auf innenpolitischen Bedarf, Kunst zu betrachten und Kunst zu verstehen und zu perzipieren, dann wir manchmal betonen, je nach Bedarf oder nur unsere nationalen Eigenschaften oder die interessanten Merkmale des Kulturtransfers und Einflusses, was uns scheint so wie Regenbogen, sehr bereichernd unsere eigenen Kunstvorstellungen und Kunstschätze. Wenn wir denken auf Kultur und Kunst als eine Ausfuhrware oder eine Exportware für Touristen zum Beispiel. Wir werden den Touristen einsortieren oder so vorschlagen, schauen auf das, was einem Tourist bekannt ist. Wenn er kommt aus Frankreich, dann will er sehen, was von französischer Kunst in Lettland zum Beispiel oder im Baltikum zu vertreten ist. Wenn kommen nach Baltikum Italiener, die wollen schauen, was aus Italien so in diesem fernen Land bewahrt ist. Aber bestimmt, wir wollen dazwischen einpacken, auch so unsere eigene Identität, unseren eigenen Kunststil und Mentalität und Form. Und das Letzte, im 8. April dessen Jahres im Musée Orsay in Paris wurde das baltische Symbolismus-Ausstellung zum Schau gestellt, dem ganzen Welt und ganzem Kunstpublikum. 3 Monate lang, das war das größte Symbolismus-Gemälde- und Skulpturenschau. Was ist eigenartig, so in den letzten 100 Jahren und wahrscheinlich für den kommenden 100 Jahren auch wird nicht so etwas Ähnliches geben. Um 150 Arbeiten von allen 3 baltischen Staaten zeigten, dass symbolisches, metaphorisches, literarisches Denken und Widerspiegeln mit Farbe, mit Form, mit Komposition ist das Gleiche, wie das macht so im Deutschen, im Skandinavischen, in französischen Kunst. Aber der literarische oder mythologische oder ethnische Inhalt in sehr vielen Arbeiten, das widerspiegeln die Eigenart jeden Volkes, litauischen, lettischen, estnischen. Also ich würde an der Stelle mit Cultural Heritage, Shared Heritage und Tracing Shared Heritage, an der Stelle würde ich gern weitermachen, weil das Konstrukt des europäischen Kulturerbes geht ja davon aus, dass es etwas Gemeinsames, Verbindendes, sozusagen einen Referenzrahmen gäbe, den man praktisch akklamieren kann und dann hat man ihn. Das ist aber vielleicht eher ein frommer politischer Wunsch, denn tatsächliche, auch wissenschaftliche Realität, weil wir, wenn wir über Europa reden, reden wir nicht nur über das Wachsen von Kultur, sondern wir reden auch über traumatische Zerstörungen. Also deutsch-polnisches Verhältnis ist vielleicht ein drastisches Beispiel dafür. Aber inwiefern ist denn diese Auseinandersetzung mit Zerstörung von Kulturerbe eigentlich drin in unseren Denkweisen? Also am I being clear? Also inwiefern ist unser Denken als Fachleute, sei es an den Universitäten, sei es in den Museen, hat diese, wenn ein solcher Begriff kommt, zu dem pragmatischen, was du genannt hast, Finanzierung und Förderung, europäisches Kulturerbe oder Kulturerbe, ja. I feel uneasy if I hear this. I don't know if somebody else feels uneasy about it, but to me, this is somehow strange because I feel it's a proclamation and I don't really sense that the daily world is coping with that proclamation or living up to it.
maybe this is my fault, but not that. That's what I am. Why I'm asking the question. Haben Sie zu dem Problem des gemeinsamen Kulturerbes? Es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt ja auch trennende Geschichten. Haben Sie dazu eine Haltung, eine Meinung? Oder ist es so allgemein gefragt? Ja, darüber kann man natürlich vieles erzählen, zum Beispiel, wenn man Beispiele finden will. Und zum Beispiel diese, unsere Region sozusagen. Wir hatten deutsche Kolonisation seit 13. Jahrhundert. Wir hatten, also die Esten und Letten waren ja leibeigenes Volk, also Landvolk. Die hatten keine Hochkultur. Und im 19. Jahrhundert haben die Deutschbalten, die waren die Elite der Gesellschaften, diese ihre eigene Geschichte und ihre eigene auch Kunstgeschichte zu konstruieren. Also sie invertierten diese Erbe, ja, vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert und haben sie als baltische Kunst geschildert. Dann in 20er, 30er Jahren, als Estnische Republik, Lettische Republik gegründet wurde, wurde es umtraktiert als estnische, lettische Erbe, Kunstgeschichte, Architekturgeschichte und als diese wirklich als territoriale Kunstgeschichte gesehen. Es heißt schon, das ist diese Idee von Shared Heritage ist war schon da. Und was ist natürlich in 20er, 30er Jahren haben auch sehr viele national geprägte Kunsthistoriker gesagt, ja, das ist deutsch, das wir brauchen das nicht, wir stressen unsere Kunst, diese einheimische ethnografische Kultur, aber es waren auch sehr viele unter anderem Universitätsprofessoren, die haben gesagt, ja, dann bleibt's, was bleibt's denn uns? Wir werden ohne europäische Kunstgeschichte. Also solchen Argumenten wurde es dann nationalisiert sozusagen, das ganze Erbe. Was ist komisch, natürlich, wenn die Sowjetzeit dann letztendlich in den 40er Jahren begann, dann wurde diese deutsche Erbe akzeptiert in einem Moment, also als unsere Kunstgeschichte und so weiter. Also was ich sagen eigentlich wollte, dass diese, wenn man in solchen Gegenden, also multikulturellen, mit multikulturellen Geschichte und Kunstgeschichte und Kulturerbe zu tun hat, dann natürlich wird es immer politisiert. Also es sind verschiedene politische Agenten, die das dann mit eigenen Motivationen so, ja, okkupieren wollen. Aber in unseren Fällen wieder, als wir in die Europäische Union getreten sind, das ist doch normal, das ist eine Shared Heritage. Also wieder, es gibt keine Konflikte. Aber geht das? Geht das so leicht, von dem einen zum anderen? Ich glaube, kann etwas Nationales shared werden? Ich muss sagen, dass in unserem Fall alle die deutsch-baltischen Gutshäuser sind sehr geschätzt. Sie sind natürlich auch staatlich, unter staatlichem Denkmalschutz, natürlich. Das ist so natürlich, wie es überhaupt sein kann und seit sowjetischer Zeit. Christian, ich mag eine deutsche Frage. Es lautet, wozu ist das gut? Und wenn wir sprechen über transnational, national, wir müssen von Anfang an uns diese Frage stellen. Wozu ist das gut? Was wollen wir erreichen? Wozu brauche ich Antwort auf die Frage, ob der Künstler, der in Danzig im 16. Jahrhundert unter der Herrschaft von polnischen Königen in deutschsprachige evangelische Stadt ein Epitaph bei einem niederländischen Künstler bestellt hat, brauche ich überhaupt Antwort auf die Frage, welche Nationalität hat diese Kunst? Wozu das dient? Also diese nationale Begriffe, polnische Stadt, deutsche Sprache, holländische, niederländische Bildhauer, wozu brauche ich das alles? Wir treten ein in eine Welt von diesen Nationalbeschreibungen,
wenn wir mit Politik in breitem Sinne des Wortes zu tun haben. Solange, wenn wir in reine Kunstgeschichte bleiben, ist uns das nicht nutzbar. Witz der Sache ist nur, dass wir in einem Mythos leben, dass wir weit von politischen Alltagsleben sind in unserer akademischen Welt. Wir haben unsere wunderbare Zentralbibliothek und andere Bibliotheken. Da ist Ruhe. Wir brauchen nicht viel Geld. Wie mein älterer Kollege sagte, der Kunsthistoriker braucht eigentlich nur ein warmes Raum, erwärmter Raum mit einer Glühbirne. Und das eigentlich ist auch wahr, teilweise. Also braucht nicht die gigantische finanzielle Unterstützung in Vergleich mit Chemiker oder Atomphysiker. Natürlich, wir sind sehr billig. Und wir können uns in einen Ballon, in eine bunte Ballon einschließen oder Elfenbeinturm mit Hoffnung, dass wir weit von Alltagsleben existieren und unsere Kunstgeschichte akademisch betreiben. Das ist aber nicht wahr natürlich. Wir leben in einer Lebenswelt mit Museen, Denkmalschutz und alle diese pragmatischen Aspekte, wo unser Wissen und Handel, Kunsthandel, also alle diese pragmatischen Teile der Welt, die unser Wissen brauchen. Und solange, wenn wir in Kontakt mit dieser pragmatischen Welt kommen, fangen wir an, diese Frage stellen über Nationalität und so weiter, weil die dem nutzbar sind, nicht uns, sondern dem. Und so liegt, ich glaube, unser Problem. Gut, also ich finde das Pragmatische elementar, weil es für ganz viele Dinge wir brauchen ist. Wir haben ja Raubkunstverhandlungen, die sofort zwischen Regierungen ablaufen, ja, wo Kunsthistoriker vielleicht noch mal ein Gutachten schreiben. Und es gibt ja viele Sachverhalte, wo es bis heute Streitigkeiten gibt, auch zwischen Fachleuten unterschiedlicher Nationen. Es gibt kroatische Claims gegen Italien. Ja? Also alles Folge des Zweiten Weltkriegs. Ich würde an dieser Stelle, I would like to open the discussion also to the audience. We are treating this topics and questions that are really big, very, very big questions, and maybe we are will not find answers. Vielleicht können wir auch sozusagen nur ein Stück weit vorankommen, weil wir nach relativ großen, abstrakten Dingen fragen. Wir haben zwei Saalmikrofone, gibt es von Ihnen an dieser Stelle eine Wortmeldung? Möchten Sie sich beteiligen? Something you would like to add from your own perspectives? In the field of history of collecting, history of dispossession, national traditions within art history, tracing, shared heritage. Im Moment sehe ich keine Wortmeldung. Oh, ja, Sie waren zuerst und dann Wojciech Baus. Er ist der Herr da vorne. Ja, mir scheint, dass der Knackpunkt eigentlich in der... Sie müssen mehr ins Mikro sprechen. Also mir scheint der Knackpunkt zu sein, dass wir stark mit dem Begriff national. Das scheint mir insofern problematisch, als wir eigentlich eher den regionalen Bezug brauchen. Also auch in der Frage, wie wir mit Denkmalen, Museumsbeständen umgehen, wie wir der Öffentlichkeit geben. Eigentlich viel mehr dieses Regionale. Dass die Bevölkerung in einer Stadt oder in einer Region das annimmt, umgibt, dass sie das als ihr eigen nimmt, nicht was Deutsches oder was Deutsches ist, sondern über Mittelrhein. Und ist auch die Bevölkerung führen. Warum sollen sich in den großen Städten die wirklichen Communities mit Deutschen vielleicht beschäftigen damit, dass Kulturerbe ihrer Stadt un ist? Ich tausche jetzt mal das Mikro aus, weil das ist ja nicht anzuhören. Also das Einbinden verschiedener Bevölkerungsgruppen in die regionale Wahrnehmung des Kulturerbes ist, glaube ich, leichter, als wenn wir mit diesen nationalen
Begriffen operieren. Ja. Und dann ist, glaube ich, auch der Schritt zum europäischen Kulturgut gar nicht mehr so problematisch, weil wir quasi die nationale Ebene überspringen können und wir uns als Bewohner einer Region, ob ich jetzt hier geboren bin oder ob ich aus welchen Gründen auch immer hierher gezogen bin, ist gar nicht mehr so schwierig, dann eben diese europäische Dimension zu sehen. Und in der Vermittlung von Kunst finde ich immer ganz wichtig, dass wir auch Geschichten erzählen können. Und Geschichten erzählen, wenn ich in einer deutschen Stadt ein Barockpalais zeigen möchte und kann erzählen, dass sich der Bauherr aber für einen französischen Architekten entschieden hat oder für einen italienischen Stuckateur, dann kommen doch Geschichten, die auch über das Nationale hinweg quasi jeden ansprechen können, der sich dafür auch interessiert. Gut, die Frage wäre, ob das geht mit dem sozusagen Überspringen des Nationalen. Ich glaube, dieses Mikro. Das geht schon. Ich fühle mich wie der berühmte Esel von Buridan, ob ich nach links, also Englisch oder Deutsch sprechen soll. Vielleicht die Lösung ist. So. Wir müssen mehr reinsprechen, lauter. Lauter? Ja. Ist gut. Gut. Also ich fühle mich nicht gut, weil wie ein Esel von Buridan, ob ich Englisch oder Deutsch sprechen soll, vielleicht die polnische Sprache ist die Lösung. Aber ich bleibe mit der deutschen Sprache. Ich möchte eine ganz provokative Frage stellen. Ob die Kunstgeschichte sich überhaupt mit der Kulturerbe beschäftigt? Wenn wir das terminologisch betrachten, es ist so, die Kulturerbe hat immer ein wichtiges Merkmal und das ist die Akzeptanz oder die Identifizierung von der Gruppen, die die Objekten als ihre Kulturerbe betrachten. Ja? Ohne diese Identifizierung geht das nicht. Wir können das ganz deutlich zeigen, ja? Nicht nur auf diesen nationalen Streiten wie in Polen, ob die Paläste von der deutschen Adel im Niederschlesien zur polnischen Kulturerbe gehören. Sie sind ruiniert in den letzten 50, 60 Jahren. Aber auch die Erbe der Architektur des 19. Jahrhunderts lange Zeit war nicht angenommen von dem breiten Publikum. Also auf der einen Seite, wir haben die Kulturerbe, auf der anderen Seite können wir sagen, es ist ein Archiv von allen Objekten, die wir Kunst oder visuelle Kultur nennen und die können in bestimmter Zeit angenommen werden als Kulturerbe in einem Land, in einem Kreis, in einer Gesellschaft, in einer Stadt. Und meiner Meinung nach, die Kunstgeschichte soll sich mit diesem Archiv beschäftigen. Also unsere Pflicht ist, alles zu recherchieren, nicht nur das, was in jedem Moment als Kulturerbe in einem Land, in einem Staat, in einem Kreis betrachtet ist. Und diese terminologische Präzisierung finde ich sehr wichtig für unsere Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss dieses hier benutzen. Jetzt geht es wieder besser. Ja, vielen Dank. Also das ist, glaube ich, unproblematisch und konsensfähig. You were first. Well, I may. Ja. Herzlichen Dank, lieber Kollege, dass Sie angesagt haben, dass wahrscheinlich so, wir haben schon bei der Frage Nationalkunst zu lange geredet und zu lange geblieben. Auch ja, ich fühle die Schnauze voll mit der Frage Nationalkunst und so weiter. Und deshalb möchte ich gerne sagen, dass wenn wir sehen, Kunst als regionale Einheit, dann bestimmt ist eine interessante Aufgabe, der Region betrachten, Region umfassen und die regionalen Merkmale zu definieren.
und das regionale Einheit als eine Ganzheit zu betrachten. Im Gegenteil, wenn meine Kollegen in der Akademie der Wissenschaften wollen mich erniedrigen, ich nehme an und sage, die Physiker, die Chemiker, die sagen, was ist Geschichte? Das ist nur eine Redekunst, das ist keine Wissenschaft. Und das gleiche auch so wegen Kunstwissenschaften, eine Redekunst. Und was dazu zu sagen ist, wenn wir als Kunsthistoriker wollen zu einem gesunden Organismus oder zur Ganzheit kommen, dann wir versuchen, so wie Ärzte, die Vollständigkeit zu rekonstruieren, die Vollständigkeit des Regions. Und ich habe in Ihrer früheren Frage gehört schon eine Akzente, Verluste von Kunstgegenständen und Verluste von Ganzheit, von Einheit. Und deshalb wir, die Vertreter von baltischen Staaten, können sagen, ja, der 20. Jahrhundert hat uns diese schmerzhaften Verluste beigebracht. Die sozialdemokratische Revolution 1915 Jahres mit Niederbrennung und Veräscherung von vielen Herrenhäusern, mit ganzen Kunstsammlungen, Silber und Gemälde und Möbel und Gobelins und alles Weiteren. Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Und wir sowieso wie Ärzte versuchen so den behinderten Organismus als Ganzheit zu betrachten und die Ganzheit zu rekonstruieren, egal. Und wir suchen, ob die manche Knochen wir finden in Australien oder in Amerika oder in anderen Ländern, aber diese Mosaike wollen wir vollständig für unsere Region zusammenstellen. Und dann, ich habe auch eine provokative Frage an Sie. Was bedeutet dann auch so für deutsche Kulturgut und für deutsche Kulturganzheit das Verlust von Troja Gold, der nach Zweitem Weltkrieg befindet zurzeit in Moskau? Und in der Zeit von Jelzin wurde darüber gesprochen, um Rückerstattung, heute niemals. Und deshalb wir sprachen auch so in unserer Konferenz und in der Diskussion haben wir auch das Thema befasst, wo die Kriegsbeute und Kriegsbefunde Verluste beigebracht haben und wie wir diese Verluste ersetzen können. Auch so eine Frage von Kunstgeschichte. Ja, also wunderbar, vielen Dank. Also das ist eigentlich der Level auch sozusagen, auf den ich hin will. Also die Frage nach der Nationalität von Kunstwerken, wohin muss denn Schliemann wieder zurückgehen? Nach Berlin oder nach Griechenland oder ganz woanders hin? Aber ich habe jetzt eine Wortmeldung erst einmal gehabt von Jane Milosch und dann Christa Kodres. Und ich weiß nicht, Wortmeldungen im Publikum gab es, glaube ich, im Moment keine. Well, now I'm afraid I'm not going to continue at the level that you want us at because it seems to be much more philosophical. I just wanted to make one practical thing and one comparison. I can't represent the United States, obviously. And so when we start breaking it down into nation and regions, it's very diverse. And I don't think you can separate cultural history from art history. Our American Indian Museum at the Smithsonian is packed full of things that we're still trying to figure out what they mean. And it takes the communities to come back and help us reconstruct the history, but also the art historical significance of those works. That's just one thing I wanted to say. And the second is, without transnational opportunities to research and look at art and meet with colleagues, I curated a show of an Australian artist who was of German origin, who then traveled to China, but had a show in an embassy, the Australian embassy in the US, and I was only able to write about her work because I understood she came from a tradition of Bavarian painters and Meister, Handwerker, you know, I can't even think of it, the plaster workers. And she was a self-taught porcelain artist and then brought greater attention in Australia, 100 years of post-war, 100 years of over glazed porcelain painting by bringing Meissen experts to Australia. Then she goes to China and ends up working for 14 years and bringing an American perspective, Australian, European. I mean, it's this, how do you deconstruct this? Only through opportunities to research and really look deeply at other art of different cultures in time, because at the Freer Sackler, we have a collector, Charles Freer's collection. He collected American art and Asian art. And still today, we have a hard time communicating
why those two collections are together, and it's because it's a person, not a state, that mm-hmm. built this collection. It was a human being who became friends with artists of his time who were traveling to Asia. So I'm just saying there are many ways for this transnational, I think it already exists. It's just I'm worried about the next generation, and I think exchanges like the one we've had here this week have been really instrumental, because it can't just be one-off conferences. It has to carry on. And I mean, just to add on to it, we started the week with the Monuments Men session on Monday, and the Monuments Men, as you all know, American-British art historians tasked themselves, or were tasked with finding, identifying, and then restituting art from whatever country. So it was, they were not looking for American cultural heritage in Europe. So this is, let's say, the level of national responsibility and transnational action that I would also like to... But remember, Laurie Stein pointed out that the Americans were able to come work with the British because they knew the European history, they knew each other as colleagues before. It wasn't the political situation. They already had those friendships and contacts in place. I don't know to which to which subject I have to reflect, because I heard very badly the comments from the hall, really. And I don't know if you hear me now. Is this working? Yes. Well, this is a big set of problems, of course. And to respond actually to Malgorzata's suggestion, of course, art historians know how the culture functions, in the sense that we are politically involved, we are political persons, so to say, to reflect on Aristotle. But still, we have our own task. So I think that our task is to deconstruct exactly this mechanism that art and heritage are politicized. So I think this is important. I think also that... I don't know if I understood you, because I heard very badly your comment. But when it comes to art history, I also think that art history as a discipline has changed, and we define it differently than 100 years ago. So I think that contemporary art history is very much also about really visual culture. So it is already this notion of culture is very visible there, and what is art is also not that clear. And this, when we list when we accept the works of art or the buildings into the list, heritage list. So this is, 100 years ago we wouldn't do this for certain reasons, of course. So in this sense, I think that the task of still art historians are very much involved in constructing those lists and the values. And the values are different. They are not anymore only aesthetic values, but also they are more and more regional or local values. And in that sense, we are in dialogue, of course, because the values are, the values are always the result of a comparison, actually. So in this sense, this the transnationality is inscribed into what we are doing. Yes, and we happen to have Maria Obenaus with us, who wrote a PhD dissertation on the question of the national wertvolle Kulturgüter, and why is Francesco Guardi part of German national heritage. So maybe you want to tie in, but I think Malgorzata was first. Ich wollte nur zu den Äußerungen von Professor Baus zurückkommen, weil er nicht gut hier am Podium zu hören war. Wojtek hat sehr wichtige Aspekt und stresst, nämlich Verbindung zwischen Art History, Kunstgeschichte und Cultural Heritage, also Kulturerbe. Und das Kulturerbe, und egal wie wir das dann später enger betrachten, braucht eine Gruppe von Menschen, die das akzeptieren. Und Kunstgeschichte soll sich auf ganze
Sammlung von Objekten, also ganze Kunst konzentrieren, nicht auf Kulturerbe, die man so oder anders definieren darf. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, das ist eine von unseren Aufgaben, überhaupt diese Art von Valuation von diese, wie du gesagt hast, Archiv zu machen, um Gesellschaften, verschieden definierbaren Gesellschaften, Chancen zu geben, etwas als Kulturerbe zu betrachten, was die noch nicht so erkannt haben. 19. Jahrhundert ist ein fantastisches Beispiel. Es war möglich, weil die Kunsthistoriker daran lange gearbeitet haben. Und viele Sachen dank unserer Arbeit als Kunsthistoriker kann überhaupt von Gesellschaft angenommen sein und akzeptiert sein und als wertvolle gesehen sein. Also es ist vollkommen klar, du hast recht. Und das, hier gibt es keine Diskussion. Was aber eine regionale Betrachtung geht, und dann möchte ich zum Laurent Frank Teilnahme in unserer Diskussion zurückgreifen. Das ist auch Art von Definitionen. Regional, national, wir immer wieder kommen zum Definieren. Ne? Und das brauchen wir als zum Beispiel Kulturerbe Beschützer, aber nicht als Kunsthistoriker. Kunsthistoriker brauchen diese Begriffe nicht unbedingt. Wir können unser Wissen ausüben, ohne diese unbedingte Definitionsbeschreibungen herauszusuchen. Ja, aber historisch, also wenn ich jetzt schaue, Dagobert Frey, Oskar Schürer, die Benutzung kunsthistorischer Argumentationen, um praktisch Anspruch zu erheben auf andere Länder, um es mal platt zu sagen. Ja? Also das haben wir als Problem natürlich inkludiert und wir haben noch etwas anderes. Als ich ein junger Student war, vor 25 Jahren, 1994, Deutsches Historisches Museum Berlin, eine Ausstellung Kunst und Macht, Art and Power. Helmut Kohl eröffnet die Ausstellung, eine Europaratsausstellung, und sagt, das Gemeinsame und Verbindende dieser Ausstellung ist, dass alle in Europa unter dem Krieg gelitten haben. Das ist sozusagen auch eine problematische Formulierung, die ich glaube, was so nicht geht. Aber das ist die Stelle, wenn wir das Akademische verlassen und in die sozusagen kulturpolitische Instrumentalisierung einer Kunstgeschichte hineinkommen. Und das kann manchmal auch der Provenienzforschung passieren, diese kulturpolitische Instrumentalisierung. Das ist für mich das verbindende Glied eigentlich. Well, yeah. If I may, of course, a little bit for our tired public to tell one story, and because we with Krista Kodres are friends already for many years, I want a little bit to tease you with saying that it's very difficult to be out of politics and to be only an abstract historian or art historian. And to try independently to justify all things and reflect on all things. And just before our break time, the last reporter, my colleague Rasa Parputze, talked about compensation of, in Second World War, lost cultural symbols and treasures and monuments of applied arts and fine arts and so on. And just we talked about in Cathedral Church in Poland, Wrocławek, probably I pronounced not it quite perfectly the name, but this was a big chandelier, 3 meters high bronze chandelier from Riga St. Peter's Church, made by Hans Meyers 1595, the Renaissance piece, which has been brought to Poznan, and probably was devoted to be brought to Danzig or somewhere else, but it remained on the half of way. And during the time of 1980s, I already found Polish art historians' publication that this Riga piece of culture is located in one Polish church. Okay, fine, we recognize it. Came period of transition. Transition period opened borders.
transition period opened the travel possibilities for us. And of course, during that time, many foreign countries do resided with ambassadors in Riga, in Tallinn, in Vilnius. And to every ambassador coming from Poland, I came with my paper, with a letter, and then where I had my application. Please, in your country, there is one piece of Latvian cultural heritage, but you Poles are not guilty for that. This is a remnant of Second World War. Please give us back. And then this will be a quite friendly, good, symbolical gesture to compensate this and give it back. Then I think that it was about the fourth or fifth ambassador, Polish ambassador in Riga, and he said, in Ministry of Foreign Affairs, there is already a package of your letters, and of course, we can't do it. And then one day, our professor Uwe Albrecht from University Kiel, member of Böckler Stiftung, who is also the co-organizer of this nice meeting today, with colleagues came to Riga and in the Museum of Foreign Arts, of European Arts, do discovered two wooden carved reliefs from the medieval altarpiece from Stettin. And he informed Polish colleagues that such a fundus, of course, is located in Riga as a robbed piece, robbed by Soviet art experts during the Second World War. And of course, then followed the letter from Polish Ministry of Culture to Minister of Culture to Latvia to give it back. Latvian Minister of Culture immediately signed paper, and these reliefs now are in Stettin or somewhere else. But I think that in the former location. What else? Pardon, this is not the end. The end comes, and of course, is more a joyful situation. Then I wrote another application, please. Polish friends, give us back our chandelier. No, happened nothing. Then I was also in a good relationship with diplomat Tadeusz Fischbach, who was a personal friend of Lech Walesa. And then he invited me to come to Danzig, to Gdańsk, and I settled in Cardinal's apartment, Cardinal Glemp. Cardinal Glemp was in responsibility for the whole Nordic Polish district, also for the Cathedral Church of Wrocław. And when we talked with Cardinal Glemp, and he agreed that this chandelier could be given back, then things started to move. Then Latvian state's president came to Poland in a friendly visit, of course not due to the chandelier, but for another affairs, business and political and so on. Then Polish president came to Latvia in a friendly visit, and then things happened. Yes, this is a great story. I'm very, very thankful for you to putting this out for us to understand. And this is, to me, a primary example for research being undertaken with some conclusions to draw from. The big question us, and this ties to the pragmatic and also to Jane's, is where do we get the funding to do research of this kind to, let's say, because we are talking about histoire croisée, entangled histories. We are the professionals who do that kind of research that you just outlined, but can we do this in our spare time? Can we afford to do this? How many people do we need to identify all dislocated objects or disfigured or fragmented collections and so on? Because that's what I would be interested in. And we have so many experts in the audience. I wonder whether there are no more hands. So who wants to speak up? That's you, great. I shall boldly walk where others were not. I just wanted to thank the panel and the chair for raising so many central issues. And I think such a timely and important time to think about the DNA of art history and its bigger future in relation to the transnational project. I think I'd like to just follow on a point raised by Jane about the transnational project and the new generation, because I'm extremely mindful
coming from, I am a thoroughly transnational scholar myself, and I work extensively on transnational ideas. But I'm acutely aware, coming at the moment, as I do representing a British context of art history, that there is a danger in the field of a kind of atomization, in the sense that what we understand as the discipline of art history is becoming fragmented into visual culture, media studies, different kinds of disciplinary engagements. And there is, I think, a very important opportunity facing us to strengthen the meaningful need for art history in relation to the substantial challenge that we face vis-a-vis cultural heritage, both tangible and intangible. And the point that Jane raises, I think, is so central, because we're also dealing with new generation scholars, many of whom will not have direct access to objects. And I think it's absolutely essential that we are able somehow to think of approaches and new methodologies, as well as a new kind of connectivity that enables us to harness the traditions of the discipline within art history to a bigger tradition of thinking about cultural institutional collaboration. I work, for example, with the British Council, and one of the things I've been able to do is send a number of new generation scholars to Venice, and using the optic of the Biennale, these are Venice fellows, they're PhD students, they have the optic of looking at ideas from the perspective of the present, of national identity and ownership construction in the very spectacle and, of course, the very history of the Biennale project, and to bring some of that knowledge back into their own thinking about the importance of questions of cultural ownership and also the relationship in relation to from nation to transnational possibilities. So I think that is one suggested model. And the other suggested model to open to the panel is to think about smarter and more joined up ways that we can work with museums, in a sense, so that art history is not being positioned as interpretation, that we are directly involved in forming new knowledge about collections for public, so that we do have very interesting new models of collaboration with our museums for the present. Yeah, thank you very much. To continue. Well, I just want to say that one of the trends that we see in the United States to try to do that is actually looking at the intersection of art and science. So even within creativity and imagination, but that art history also has its empirical approach to how we work within our discipline. So maybe I shouldn't say this, but I cannot resist saying this. When I served on the Gurlitt Task Force, one of the most surprising things for my German colleagues, my other international colleagues, which came from Israel, France, Poland, was that we had to explain to the politicians we had a methodology within our history. It literally was as if they were thinking we were inventing this up and making it more difficult than it needed to be. Because how difficult could art really be? But I thought, you know, this is what I often face in the United States, is everybody now thinks they can walk into a museum and hang a bunch of pictures on the wall and call it an exhibition. People can self-publish and call it art history. No, other people determine whether or not you've written a scholarship, whether it's an exhibition. And on the other hand, we would never walk into a nuclear power plant and say, well, I turn the light switches on at home, so I could probably flip some switches here. There's just a whole lack of appreciation for what we do, so we have to think of these new ways to, we didn't have to be convinced that art history was interesting, but I think that this word visual culture, for some reason, really, and cultural material studies. I mean, all of our programs in our history in the United States are being, we used to have the Masters in the History of Decorative Arts program in New York. Now it's the material culture. I'm just thinking, well, what did they think we were studying before? Vapor formed in the outer sphere? So we are, you know, how can we make it alive? I would like to respond by saying that I think it's very, very easy to agree among professionals about everything you outlined. But when it comes to organizing and providing the conditions or the
well, the foundations to make research happen, then it's much, much more difficult. Because I mean, the academic level, we can easily agree, I believe. And I mean, and it's perhaps also no surprise that this session is happening, because we can do this. No problem, you see? Discuss about national heritage, destruction, 20th century dislocations. We can do this. But this does not necessarily mean that we are provided with all the means that we need to do this next generation teaching in the way it should be. Because this is, I consider, most important to have that, let's say, included in the universities and in the training and formation aspects. And we have many, let's say, people in the audience who are younger and who are, let's say, experiencing this. But I would like to do, I would like to be able to do much more, which is not always easy and possible. No, so do we have some more voices speaking up? Can you follow? Would you like to add on? We have some, I see so many specialist faces with so many stories. I mean, we're boxes of stories here in the room, but they do not seem. Who wants to have the microphone? Come on. Hmm? No? Yes, please. Ich würde vorschlagen, dass wir eine andere Perspektive mal ins Auge fassen, aus dem, was bisher gesagt worden ist. Kommt es nicht vor, dass wir fremdes Erbe als das unsrige betrachten und das Recht haben, es so zu sehen? Fing das nicht schon mit dem alten Rom an, als das Rom fiel und die Germanen kamen, die zuerst raubend überfielen und in der zweiten Generation meinten, wir sind Römer, und sie hatten recht. Sie übernahmen das fremde Erbe. Das wiederholt sich in der europäischen Geschichte immer wieder. Wir haben das in Schlesien. Das fremde deutsche Erbe wird in Ehren übernommen und als das unsrige bezeichnet, ohne darauf einzugehen oder zu negieren, dass es einst deutsches Erbe war. Ist das nicht ein bisschen so, dass sich die Dinge hier auf etwas eigenartige Weise überlagern? Ja, vielen Dank. Also ich glaube, Sie haben mit ganz vielem Recht, diese Amalgamationsprozesse, dieses sozusagen, man könnte auch sagen, Einverleiben und das als Grundstruktur von der Antike bis zur Gegenwart weltweit, selbstverständlich. Also das ist Benedict Savoy Translocation Project, hat genau das zur Grundlage, sich das anzuschauen, auch verbunden mit militärischer Aktivität. Raubkunst ist sozusagen das älteste Phänomen überhaupt, Teil der Kulturgeschichte, der menschlichen Kulturgeschichte. Das sehe ich auch. Ob das sozusagen so leicht und unproblematisch immer geht, das ist, wäre noch sozusagen was anderes. Aber trotzdem, das als kulturgeschichtlichen Prozess, das ist es sicherlich auch. Das ist wohl wahr. I don't see any more hands right now. My final round of questions to the panelists would be, what are the conclusions that we draw from a discussion like this, and what are your hopes for art history
and provenance research in, let's say, one generation to come. So in 25 years, what do you think we as professionals, as art historians, should have accomplished by then in advancing, looking back to 2018, and we were having a discussion at the Zentralinstitut. So what are your ideas, maybe also fears or hopes for the future? What do you think? So as Parit said at the beginning, we don't know what the future begins. We don't know, but of course, as university professors, I think we are dealing with the problem every minute. I mean, we teach students to understand the heritage art of the past. In some ways, I hope that we are good in our jobs and that we really can mediate these thoughts that were present here. I mean, that art history and visual culture studies are something that always are situated in some context, that we should understand this context, that we should not judge it everything from the first moment that we see or think about it, that we should deepen our knowledge about material objects and also ideas, you know, that are circulating or caused the production of these objects. So and secondly, what is becoming more and more important, I think, is mediating these ideas, new ideas, which are new. I mean, in art history, they are also new. They are like 20, 30 years old when the transition of art history started. So. So mediate to the wider public, and this is this is why the collaboration with the museums and heritage institutions is very important for art historians, I think. So this broadens our perspective, but also I hope this broadens the and then I think we are creating the space for understanding what this heritage is, why it is, why are we calling it heritage, and what this means, has meant for the people in the past, and what it could, should mean for us. Yeah, ladies and gentlemen, also my last for today statement would be an answer to the question of professor, philosophical question, what heritage we would count as our own. And where is the difference, and in what connection it could be in a time ahead. I think that following the social psychology, the humans always are being tended to identify themselves with the most progressive features of culture. Like Germans also assimilating Roman culture, adapted it and are counting down today that this is a German culture. As we in the Baltic countries today look in our heritage list, in monuments list, we see that there are about 90% objects of architecture and art of Swedish, German, Polish, Russian, cultural heritage, but being adapted to the Baltic territory. And we identify with this cultural heritage as our own. And it means I have never seen a personality or a subject who would like to identify himself with a low quality culture and being satisfied with that. So I think that even after 25 years or 100 years later, the tension of society will be to try to identify with the culture which is growing, developing, and being, of course, progressive in comparison with that what we have today. Another big question. Is this still on? Okay. I think looking over our discussion, I think we just have to be careful not to generalize and oversimplify. We don't like to do that as art historians anyways. I think looking forward, I would hope we would value much more regional differences, that in fact, art is often very regionally connected because
what you make is what is at hand, which is the place that you know. And now people do travel all over the world, so that changes that dynamic. But I'll just leave with one example, since you shared a story. I was recently in Los Angeles for a symposium on a group of art historians, artists, biologists, and Orthodox priests saving the churches in the little forests around these communities in northern Ethiopia. And what I learned was that the Muslims and the Christians were doing quite well until other people began interfering. For centuries, they lived together. And that it's taken a Scottish photographer who figured out how to take aerial photography of these churches and the sacred forest that surrounds them, and an American biologist that happened to meet an Ethiopian biologist to begin to work with the communities there to preserve these forests. So what I'd like to see in the future is less fragmentation, that in fact we can show people art history. The reason people were paying attention to Ethiopia was to go and see the artistic treasures that were there. That is what brought people to Ethiopia, and therefore you had to know about them. And so I guess that's what I think we need to do as art historians to bring these stories alive, is to collaborate across disciplines more. Conclusion. Christian, du hast uns gefragt, wie soll oder wie will das in 25 Jahren aussehen? Wir sind falsche Adressaten, diese Fragen. Wir sind schon zu alt. Diese Frage sollst du den jungen Generation stellen, die hier sitzt. Diese Doktoranden, 28, 30-Jährige, die werden diese Disziplin weiterentwickeln oder zumachen oder irgendwo weiterführen in andere Bereiche. Ich gehöre zur Generation, die während Studien 80-90% unserer Zeit verbracht auf Gedächtnis zu lernen, die Geburtsdaten, Bilder, Orte, wo man die Bilder bewährt. Ich werde nie vergessen, Prüfung beim Professor Jan Białostocki, wo unbedingt von uns wissen wollte, in welchem Museum hängt dieses Bild, die er uns auf dem Dias zeigt. Und natürlich, er war der Mensch, der schon ganze Welt gesehen hat und auswendig wusste, wo er das gesehen hat. Aber für uns, damals 21, 22, in kommunistischem Land lebendige Studenten, das war absolute Rätsel. Ich konnte das nur auswendig lernen, aber ich konnte das doch nicht wissen, weil ich keine von diesen Museen auf meine Augen gesehen habe. Also 80% der Zeit haben wir verloren, um etwas auf die Gedächtnis zu lernen. Heutzutage, meine Studenten müssen das überhaupt nicht machen, weil diese Wissen, die ich da so tüchtig in die Bibliothek gelernt habe, die haben in ihre Smartphone. Und das schon, diese Disziplin heute und was ich gelernt habe vor 30 Jahren, hat sich absolut deutlich verändert. Woher soll ich wissen, wie das weitergeht? Das ist wirklich die Frage an diese 28-Jährigen, die hier gekommen sind mit ihren PhD-Projekten, wohin sie gehen wollen. Ja, genau. Aber also, ich glaube, Das mit dem Auswendiglernen und das Fragen, wo hängt was, das gibt es heute immer noch. Das ist nicht weit verbreitet, aber es gibt es noch. Das kann ich bezeugen. Ich bin Zeuge, dass das existiert. Aber ich habe das Auswendiglernen. I did it when I studied in Baltimore, so Stone Age to Medieval Times, Renaissance to Modern. Learn by heart the slides 100 years per hour, per session, and then do multiple choice ticking. This is Rubens, Rembrandt, yes, no. So this still exists, but this does not help us for the problems we are facing also in the future. Ich verstehe jetzt, warum so wenig Studenten zum Kunstgeschichte kommen wollen. Because the problems we are facing are so incredibly manifold that I'm wondering if we are, as teachers also, equipping the generations to come with all the competences they need to have to overcome those various problems and boundaries and obstacles we are facing in the field of research funding and also, of course, national boundaries and national categories and classifications. So
this classifications aspects, I think, is very will be important for the future. I have to throw this in because we are at the Smithsonian. We get contacted a lot by students, and we run the Provenance Research Project, and we have different museums, different. Most of the people who contact me are people who are in law, and they think they're going to sit down and do provenance research. I said, well, you need to, what art history, what discipline, what language, what area of study do you have? This is how fragmented it's become. They're more excited about returning something to somebody without knowing and understanding why it even exists at all and how it got there and how it got here. It's really, so we have to meet halfway where that curiosity is. So I send them to our legal department. Yeah, okay. So meeting halfway, I think, is a good point. So I don't see any hands in the audience to add something we forgot to mention, because we were treating a truly big topic. I would like, and I coined it an experiment in the beginning, and it is you to judge if this was successful or not. But now we have discussed and worked enough. We are thirsty, we are hungry, and I hear already the plates are clattering downstairs. So I would like to thank all four panelists here on the podium, and I would like the audience for joining in the discussion. Thank you all very much. We will continue. We have to continue.